Es ist eine Schneise der Verwüstung, die der Tornado vor wenigen Tagen im Westen des Freistaates hinterlässt. Eingerissene Häuser und umgestürzte Autos zeugen von dem Chaos und der rohen Gewalt, die das bis zu 250 Stundenkilometer schnelle Unwetter in der Nacht auf Donnerstag anrichtete. Für die Schwaben kam der Sturm völlig unerwartet. Die Anwohner stehen größtenteils noch unter Schock. Erst langsam begreifen sie, dass der Sturm sie in ihrer Existenz getroffen hat. Wir standen vorne in der Garage drin und wir haben gesehen, dass es geregnet hat, dann hat es gehagelt und dann kam ein richtiger, wie ein Tornado. Das kam wie ein Tornado, du hast nichts mehr gesehen draußen. Wir standen oben am offenen Küchenfenster und dann kam diese weiße Wolke uns entgegen. Wir haben dann gerade noch das Fenster zugebracht. Dann hat es im Treppenhaus schon gescheppert, die Scheiben, die Ziegel, das Wasser ist reingelaufen. Also es war reines Chaos. Die Rettungskräfte waren im Dauereinsatz. Evakuierung, Sicherung und erste Hilfe. Überall musste angepackt werden. Wir werden das hier absperren. Wir werden versuchen, quasi alles so weit als möglich zu sichern. Die Schäden aufnehmen, zusammen mit dem Technischen Hilfswerk und der Feuerwehr. Wir werden versuchen, die Leute so weit als möglich zu versorgen und unterzubringen. Die Bewohner des Landkreises Aichach-Friedberg bei Augsburg traf es besonders schlimm. Insgesamt 200 Häuser sind schwer beschädigt, einige sogar unbewohnbar. Das ist eine Verwüstung, das ist ja abartig. Wir können nicht zurück und weder in die eine Wohnung noch in die andere. Wir haben zwei Wohnungen hier. Bei drei Gebäuden wurden die Dächer komplett abgedeckt. Bei einem Gebäude ist einsturzgefährdet, also deutlich einsturzgefährdet und wird auch in nächster Zukunft nicht mehr freigegeben. Es sind drei Eingänge an einem Wohnblock. Circa 60 Personen sind davon betroffen, die wurden evakuiert und sind jetzt bereits durch den Rettungsdienst untergebracht und werden da versorgt. Der Schaden geht ohne Zweifel in die Millionenhöhe. Zwar sollte die normale Gebäudeversicherung dafür aufkommen, doch wolle auch der Bayerische Landtag sich vorsorglich mit diesem Thema befassen.